Hallo und herzlich willkommen zu einem SQL-Tutorial. Ich werde einfach mal mit ganz einfachen Basics anfangen. Und zwar verbinde ich mich einfach mal mit dem Kommandozeilentool MySQL zu einer MariaDatenbank. MySQL, User root und Nutzer Passwort. Das Passwort gebe ich jetzt ein. Ich werde hier alles über die Kommandozeile machen, weil das einfach der gängige Weg ist, mit dem man Datenbanken bedient. Man kann es auch anders machen, aber ich zeige euch den Weg, weil man da näher an der Materie dran ist. So, wir sind jetzt in der Maria-Datenbank drin und sind noch in keiner Datenbank so wirklich drin, sondern wir erstellen uns erstmal eine, und zwar machen wir das mit Create Database Tutorial. Tutorial. Wenn wir die Datenbank jetzt erstellt haben, können wir die nutzen. Use Tutorial. Und jetzt sind wir in der Datenbank Tutorial drin. Mit Show Tables sehen wir hier Empty Set. Es ist keine Datenbank, keine Tabelle in dieser Datenbank vorhanden. Da erstellen wir doch mal einfach, wir wollen unsere Kundendaten behandeln. Also mache ich Create Table, nennen wir diese Kunden, und jeder Kunde hat eine ID, die vom Typ Integer ist, als Primary Key und Auto Increment, und außerdem hat jeder Kunde einen Namen, Name, Text. Wenn ich jetzt Show Tables mache, sehen wir hier, haben wir die Tabelle Kunden in den Tables drin. Ich mache jetzt einfach mal Describe Kunden. Und da sehe ich hier die Kundendatenbank, die hat eine ID und einen Namen. Jetzt fülle ich da einfach mal Werte rein, und zwar Insert into Kunden. Name, Values, Peter und Hans. Select Stern vom Kunden. Damit zeige ich mir die Daten an, die in der Datenbank vorhanden sind. Da sehe ich hier Peter und Hans, wobei die automatisch die IDs bekommen haben. Jetzt kommt ein neuer Kunde dazu. Insert into Kunden, Name, Values. Erna. Select Stern vom Kunden. Haben wir hier Peter, Hans und Erna. Jetzt verliere ich den Hans als Kunden und werde ihn deshalb aus der Datenbank löschen. Also sage ich Delete from Kunden, where ID gleich 2. Select Stern vom Kunden bestätigt uns, dass Hans jetzt kein Kunde mehr von uns ist. Das heißt, dass die Zeile gelöscht wurde. Erna hat geheiratet und heißt jetzt anders. Also können wir ihren Namen ändern. Update Name gleich anders. Where ID gleich 3. Update Kunden Set Name anders gleich anders, where ID gleich 3. Select Stern vom Kunden. Sehen wir, jetzt hat die Person mit der ID 3 einen anderen Namen. Ja, ich kann mir ja nochmal mit Show Tables anzeigen lassen, welche Tabellen wir jetzt in der Datenbank haben. Mit Describe Kunden schaue ich mir an, wie diese Tabelle aufgebaut ist, und mit Select Stern vom Kunden zeige ich mir den Inhalt der Tabelle an. Das war es eigentlich, was man auf den ersten Blick so als kleinen Einstieg in SQL wissen sollte. Ja, dann bis zum nächsten Tutorial.